Augsburg gegen Düsseldorf, Kapitel 5. Nach dem Sieg am Freitag in Spiel 4, das Team von Mike Stewart nun natürlich darauf aus, auch zu Hause nachzulegen und sich den ersten Matchpunkt zu erspielen. Augsburg in den grünen Trikots. Mit der ersten Gelegenheit, wenn auch unkonventionell, Puck springt von der Bande. Gefährlich zum Tor, das Niederberger schon verlassen hatte. Aber Düsseldorfs Goalie reagiert schnell genug und hechtet zur Scheibe. Mehr Intensität wurde gefordert von den Düsseldorfern. Aber Augsburg hatte mehr vom Spiel im ersten Drittel. Matt White, der Topscorer der Panzer, mit dieser Gelegenheit Endstation Niederberger. Und die DEG hielt defensiv dagegen und hatte dann den richtigen Moment in der Offensive. Zunächst bleibt McKiernan hängen, bekommt die zweite Chance und nutzt sie. 19. Minute, der Gruß an die mitgereisten Fans obendrauf. Das zweite Tor für McKiernan in dieser Serie und die 1:0-Führung für die Düsseldorfer EG kurz vor Ende des ersten Drittels. Natürlich ein guter Zeitpunkt. Zu Beginn des Mittelabschnitts, dann Powerplay Augsburg und die Antwort der Panther ließ nicht lange auf sich warten. Matt Fraser vor dem Tor fälscht mit dem linken Schlittschuh die Hereingabe von Sesemski unhaltbar für Niederberger ab. Der Ausgleich für Augsburg zu Beginn des zweiten Drittels, die danach durchaus Oberwasser hatten. Aber Düsseldorf hielt defensiv den Laden zusammen und hatte dann selber Powerplay in der Endphase des zweiten Drittels und nutzte das. Jerome Flake fährt oben durch den Slot, fälscht den Schuss von Novak unhaltbar für Roa ab zur erneuten Führung für die Gäste. Und die legten nach. Puck-Eroberung durch Deschano in der neutralen Zone. Der nimmt Bartan mit und der dann aus ganz spitzem Winkel oben ins Eck. Ein fantastisches Tor vom Düsseldorfer Kapitän. 3:1 für die DEG. Der Stand nach 40 Minuten. Augsburg gefordert. Eine Aufholjagd sollte her. Am besten natürlich mit einem schnellen Anschlusstreffer. Und das gelang auch. Hafenrichter unwiderstehlich. Bedient von Stehler. Und dann mit allem, was er hat, oben rechts in den Giebel über die Fanghand von Niederberger. Der perfekte Start in den Schlussabschnitt. Augsburg warf nun natürlich in der Folge alles nach vorne. Das Spiel in eine Richtung bis in die letzte Minute. Augsburg nahm den Torhüter raus mit extra Angreifer auf dem Eis. Und dann Stehler 3:3. 45,9 Sekunden vor dem Ende. Der Ausgleich für die Panther. Die das gut spielen, runter in die Rundung, gehen mit dem Move, mit der Übersicht. Und irgendwie bekommt Stieler die Scheibe unter Niederberger hindurch ins Tor. Die Verlängerung musste die Entscheidung bringen und es dauerte nur anderthalb Minuten. Düsseldorf verliert die Zuordnung in der Rückwärtsbewegung. Plötzlich Überzahl für Augsburg und Thomas Holzmann mit dem Siegtreffer nach nur 1:32 in der Overtime. 27 Spiele ohne Tor für Holzmann. Jetzt taucht er auf und macht einen ganz wichtigen Treffer für die Augsburger Panther. Ja, jetzt so kurz nach dem Spiel ist es schwer zu erklären. Wir müssen jetzt erstmal das sacken lassen. Ja, nach einer 3-1-Führung darf uns das nicht passieren, dass wir jetzt ohne Punkt, ohne Sieg heimfahren. Aber es ist eine ganz enge Serie und am Freitag geht es weiter. Ganz ein wichtiger Sieg natürlich. Wir haben am Freitag schon bewiesen, dass wir Charakter haben, haben am Ende super zugemacht und heute nach dem 3-1 so zurückzukommen und dann das Spiel zu gewinnen, ist natürlich Wahnsinnsache. Die Augsburger Panther gehen mit 3:2 in der Serie in Führung, haben nun in Spiel 6 in Düsseldorf die Chance, das Halbfinale klar zu machen.